Hallo Freunde des Lichts. Heute mal ein paar Informationen zur Energiestrategie. Diese Informationen beziehen sich aber nicht auf eine Hausinstallationsanlage. Werde ich vielleicht auch nochmal ein Video machen, sondern alles, was davor kommt. Das heißt also, was noch mobil ist, was noch transportabel ist. Ich hatte mal einen Bekannten, von dem ich gedacht habe, das wäre so eher Richtung freundschaftliche Basis. Der hat eine sehr, sehr eindrucksvolle Photovoltaikanlage in seinem Haus eingebaut. Allerdings hat sich dieser Freund als Idiot rausgestellt im Nachhinein. Und deswegen kann ich euch diese Anlage natürlich nicht zeigen. Aber wie gesagt, in diesem Video geht es jetzt nicht um festmontierte Photovoltaikanlagen, sondern Energieversorgung, wie sie noch transportabel ist, wie man sie unterwegs verwenden kann, für sich nutzen kann. Natürlich kann man auch diese Energieversorgung zu Hause verwenden, aber sie ist auch transportabel. Hier auf dem Tisch seht ihr nun einige Dinge, was Energieversorgung angeht. Ob ich jetzt einfach nur draußen bin, in der Natur, ein bisschen Buschkraften gehe, ob ich mich jetzt versorgen muss über längere Zeit mit eigenproduzierter Energie, auch das ist hier möglich, wird natürlich auch teilweise die Sonne angezapft. Das werde ich euch gleich mal zeigen, wie die Strategie aussieht. Zuerst mal gibt es einige Dinge zu berücksichtigen, die grundsätzlich für diese Energieversorgung, für die Planung wichtig sind. Erstens, möglichst alle Verbraucher mit genormten Anschlüssen, möglichst alle Verbraucher mit genormten Akkus bzw. Batterien. Einfach nur deshalb, dass man nicht so viele verschiedene Größen sich zulegen muss, halten muss. In manchen Bereichen geht es nicht anders. Hier zum Beispiel die Akkus meiner Action Cam, die haben halt ihre bestimmte Form, oder die Akkus der Digitalkamera, mit der ich jetzt diese Aufnahmen gerade mache. Das muss man natürlich akzeptieren, aber die sind ja auch für eine Krise weniger wichtig. Wollen wir aber rein aus Buschkraften rausgehen, dann brauche ich natürlich genauso diese Akkus wie diese hier, je nachdem welche Kamera ich einsetze. Hier ist eine ganz, ganz rühmliche Ausnahme. Das ist eine AAA-Batterie. Die brauche ich als Reserve für das Mikro, was ich hier jetzt mit an der Kamera mit dran habe. Aber das ist auch nicht krisenrelevant. Ansonsten sind bei mir generell alle Energieversorger oder eine Energieverbraucher in Form von Lampen etc. Alles auf AA-Batterien ausgelegt. Man sieht hier die Batterien hier außen dran. Das ist schon mal das Grundsätzliche. Weiterhin grundsätzlich sollte man natürlich darauf achten, dass möglichst alles, soweit es geht, USB-tauglich ist. USB ist ein Standard, eine Norm, mit der man gut arbeiten kann. Man muss natürlich jetzt ein bisschen darauf achten, es gibt manche Anschlüsse, das sind dann Micro-USB. Das hier zum Beispiel ist jetzt ganz eigener Anschluss, ist ein ganz eigener Anschluss hier zum Radio, zum Empfänger, zum Reverradio. Da muss natürlich separat mit diesem Kabel gearbeitet werden, zugeordnet. Aber ansonsten ist es schon wichtig, oder zum Beispiel auch für das Notfallhandy, was ich immer separat in der Prepper-Ausrüstung habe. Das hat nun mal den Cinch-Stecker und dann ist auch gleich hier das Ladegerät mit dabei für an die Steckdose. Oder wenn Strom vom Haus her nicht geht, dann über den Adapter. Das heißt also, über eine Kfz-Batterie wird dann geladen, kommt hier der Stecker rein. Also man muss schon schauen, dass die verschiedenen Lademöglichkeiten vorhanden sind. Aufbauend darauf, erste Stufe, es besteht eine Stromversorgung im Haus. Zweite Stufe, diese Stromversorgung besteht nicht mehr, man muss sich andersweitig behelfen. Entweder aus Solarbatterien oder aber aus Akkus aus Fahrzeugen. So ist diese ganze Stromversorgung hier aufgebaut. Oder natürlich ganz klar aus Batterien, aus normalen Batterien. Bei der Stromversorgung kommt es mir darauf an, dass ich mit wenigen
Anschlussvariationen so viel wie möglich abdecken kann, eine breite Range abdecken kann. Bei den Akkus für meine Kamera, mit der ich jetzt hier gerade aufnehme, habe ich auch verschiedene Möglichkeiten. Das ist das Ladegerät dazu. Hier normalerweise über das Stromnetz, über das Heimnetz zu laden. Kann aber auch diesen Anschluss abmachen und kann den Akku über USB-Stecker, über den normalen Standard-USB-Stecker von woanders her laden. Ob ich das jetzt zum Beispiel an die Autoladebuchse mit anhänge, im Zigarettenanzünder, oder ob ich hier meinen Strom erzeuge mit dem Revolt-Dynamo, oder ob ich den Akku mit der Powerbank lade, das ist eine 8000 mAh Powerbank, die auch noch Solarzellen unterstützt ist, oder ob ich den Akku mit der 14, 15 Watt Anlage mit meinen Sonnenfeldern, mit der PV-Anlage, dieser Mini-PV-Anlage, lade, spielt keine Rolle. Ich bekomme immer irgendwoher Strom für diesen Akku. Genau das gleiche gilt für die Akkus für meine Actioncam, die Sony Actioncam. Hier ist das Ladegerät dazu. Und zum Ladegerät, hier haben wir den USB-Anschluss, wird der USB-Anschluss reingesteckt und ich kann dann laden mit was auch immer ich möchte. Ob ich dann nachher das Steckerladegerät anhänge und in der Steckdose lade oder ob ich im Kfz lade oder ob ich an einem PC lade oder an meinem Handdynamo oder an der Powerbank oder per Solar. Ich bin variabel, ich bekomme überall Strom her hierfür. Natürlich gibt es auch solche Stecker-Ladegeräte direkt mit dem kleinen USB-Anschluss, wo man nur rein als Ladeinformation haben kann. Egal für welche USB-Geräte, die jetzt Energie brauchen, das spielt nochmal keine Rolle. Auch meine Stirnlampe, das ist eine wunderbare Stirnlampe, hat einen USB-Ladeanschluss. Es dauert ewig und drei Tage, bis dieser Akku mit dieser einen LED mal leer wird. Ich kann also lange, lange damit arbeiten. Sie zeigt es mir auch an, wenn der Ladezustand zu Ende geht. Und habe das in kürzester Zeit auch unterwegs. Wiederum, egal ob ich das mit dem Handdynamo lade, mit der Powerbank, mit dem Solarpanel, direkt am Heimnetz, im Auto oder am Computer. Die ist immer voll zu kriegen. Um hier immer einen kleinen Puffer zu haben, gehört für mich in die Prepper-Ausrüstung gehören auch Batterien mit rein. Also nicht nur Akkus, sondern auch Batterien. Ein paar Blockbatterien und natürlich auch immer mit aufgeschrieben das Kaufdatum, dass man sieht, ungefähr wann diese Batterien jetzt in den Laden kamen, so circa. Denn die halten nicht ewig, die gehen auch irgendwann mal mit der Zeit kaputt. Diese Batterien werden im jährlichen oder zweijährlichen Rhythmus mal kurz überprüft. Da wird eine aufgemacht, eine beispielhaft wird aufgemacht, überprüft und dann ist das Überprüfungsdatum wieder aufnotiert. Das Kaufdatum war Juni 16, wir haben jetzt Januar 17. Also vor nächstem Jahr werde ich diese Batterien hier nicht überprüfen. Die sind jetzt dann dran. 28.03.2015 war das Kaufdatum dieser Batterien, dieses Blocks. Das sind ganz normale Batterien, sind keine Akkus. Die werden jetzt bei der nächsten Überprüfung, die dieses Jahr wieder stattfindet, werden die überprüft. Ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt die Batterien nur in diesem eingeschweißten Blister lagere bei mir, je nachdem wo ich sie lagere, wenn ich sie trocken und normal
lagern kann, okay, dann spielt es keine Rolle, dann reichen auch diese Blisterverpackungen. Ist die Umgebungssituation ein bisschen andere, also nicht eher so die Raumtemperatur, Raumumgebung, macht es viel Sinn, diese Batterien nochmal separat für sich einzuschweißen. Vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, dass solche Batterien, auch wenn sie neu gekauft wurden, auslaufen können und damit mit der Batteriesäure das Umgebende versauen können, also die Ausrüstung versauen können. Das kann hier auf gar keinen Fall passieren. Hier könnte es passieren, wenn dieser Batterie-Konvoi in der normalen Prepper-Ausrüstung mit drin ist und eine Batterie läuft aus, dann kann es sein, dass das Zeug, was drunter liegt, alles versaut wird, alles kaputt geht. Das geht so auf gar keinen Fall. Natürlich gehören meiner Meinung nach in die Prepper-Ausrüstung auch Akkus. Selbstverständlich die gleiche Größe, muss natürlich sein. Bei den Akkus ist eins natürlich zu berücksichtigen, Akkus halten auch nicht ewig. Akkus müssen gepflegt werden. Akkus müssen jährlich entladen und wieder neu geladen werden, das auf jeden Fall. Die sind jetzt im April 2016 geladen worden. Die werden Batterien auch bei der Überprüfung, bei der nächsten, jetzt bald folgenden Prüfung, werden die wieder entladen und neu aufgeladen. Um den Batterieladezustand und den Akkuladezustand überprüfen zu können, ist natürlich erforderlich, dass man ein entsprechendes Gerät hat. Das gehört also auch mit zur Ausrüstung. Sonst ist es nur eine reine Vermutung, was so geht. Eine nicht ganz unwichtige Ergänzung in meinem Energiesystem ist dieser Container. Hier habe ich ebenso einen Ladeanschluss, einen USB-Ladeanschluss. Das heißt also, ich kann auch unterwegs jederzeit Geräte, egal welche Geräte, Stirnlampe oder sonst irgendwas, damit laden. Das Gerät hat eine Notlampe mit eingebaut. Die hatten wir ja auch schon hier mit drin. Die ist auch im Powerpack mit drin. Also Geräte mit Notlampen mit eingebaut. Wenn es da ist, ist gut. Bei diesem Gerät ist jetzt der große Vorteil, hier sind jetzt Akkus eingelegt, natürlich auch wieder mit dem Zettel, wann das letzte Mal geladen wurde. Jetzt im Frühjahr werden die wieder entladen und geladen. Hier besteht die Möglichkeit, ich kann hier Akkus reintun, um Geräte unterwegs zu laden, oder auch Batterien. Mit diesen ganzen Stromversorgungs- und Besorgungsmöglichkeiten gibt es überhaupt keine Probleme mehr für die kleinen Dinge, die man so braucht. Das heißt für geringe Strommengen. Ich kann keinen Elektroherd damit beschicken. Klar. Eine Hausbeleuchtung wäre möglich über LED, nämlich größere Akkupacks mit dem Solarpanel zu laden. Wir haben genug Sonne, auch im Winter scheint stundenlang die Sonne tagsüber, weil auch bewölkter Himmel reicht aus, um hier Energie abzugreifen. Die AAA-Batterien haben einfach nur den Nachteil gegenüber den AA-Batterien, dass die Energiemenge, die sie aufnehmen und logischerweise dann auch wieder abgeben können, deutlich geringer ist als bei AA-Batterien, aus dem Grund an sich meine Favoriten, die AA-Batterien. Man kann AAA-Akkus in AA-Akkuladegeräten laden, selbstverständlich. Dafür kriegt man im Internet auch solche Adapter. Man kann diese AAA-Batterien auch in Geräte reintun, die jetzt für AA-Batterien vorgesehen sind. Diese Adapter Gehäuse, die man bekommt für die Batterien, sind so groß, dass sie genau den AA-Batterien entsprechen. Man kann sie reintun und kann es ganz normal verwenden. Allerdings haben sie halt einfach eine deutlich weniger gute Energiebilanz. Aus dem Grund eher nein. Wenn sich es mit AA-Batterien organisieren lässt, dann natürlich AA. Nur wenn es gar nicht anders geht, naja. Eine Notlösung stellt es allemal dar. Eine akzeptable Notlösung.
bei Verbrauchern, die man nicht ständig im Einsatz hat oder jährlich immer mal wieder einsetzen will, gehört natürlich mit dazu, dass die Batterien nicht im Gerät eingelegt sind, sondern dass die außen festgemacht sind, auch so verpackt, wie jetzt hier zum Beispiel in einer extra Plastikumhüllung, so verpackt, dass sie nicht irgendwie mit irgendwas Kontakt haben können und entladen können, auslaufen können, irgendwelche anderen Dinge verursachen können. Auf diese Art ist dieses Gerät, also die Lampe, sehr schnell einsatzbereit. Wenn ich sie greife und die Batterien sind nicht eingelegt, dauert es nur einen kurzen Augenblick, bis die hier außen weg sind, eingelegt, und dann ist das Gerät voll bereit. Das gilt natürlich nur für Lampen, jetzt, die nicht immer wieder eingesetzt werden übers Jahr. Zum Beispiel meine Lampe, die ich im Erste-Hilfe-Kit drin habe, die kleine Lampe. Da ist die Batterie immer eingelegt. Meine Lampen, die ich sonst verwende, wenn ich rausgehe, da habe ich selbstverständlich die Batterien immer eingelegt. Die Notfalllampen, die bei uns in jeder Etage sind, falls der Strom ausfällt, dort sind die Batterien selbstverständlich immer eingelegt. Klar, aber auch die werden dann jedes Jahr mit überprüft. Das heißt also, das Gerät wird aufgemacht, die Batterie wird rausgeholt. Man sieht zwar an der Leuchtstärke der Lampe, ob da noch Energie auf der Batterie ist, aber wenn man sie einschaltet, dann kann sie sehr wohl ziemlich gut leuchten, aber relativ kurz danach fällt die Spannung der Batterie, weil halt nicht mehr viel vorhanden ist, schnell ab. Und das heißt also, dass die Batterie schon fast am Ende ist. Das kann man nur feststellen, wenn man natürlich jetzt überprüft, was noch an Power auf der Batterie ist. Und das gehört auch mit zur jährlichen Überprüfung dazu. Natürlich zum Beispiel auch diese Fotolampe, die ich manchmal mit draußen dabei habe. Das macht jetzt wenig Sinn, dass diese Lampe, dass in dieser Lampe die Batterien nicht eingelegt sind, weil ich habe sie ständig im Einsatz oder immer wieder im Einsatz. Also ein Gerät, was ich im Jahr mindestens 3-4 Mal im Einsatz habe, außer jetzt den Notlampen, die habe ich nicht so oft im Einsatz, Gott sei Dank. So oft haben wir keinen Stromausfall. Aber ein Gerät, was ich 3-4 Mal im Jahr etwa einsetze, übers Jahr verteilt, macht es keinen Sinn, die Batterien außerhalb zu lagern. Da habe ich sie dann auch schon drin im Gerät. Dieses Handy, was sich bei mir immer im Bug-Out-Bag befindet, also in meinem Bereitschaftsgürtel, hat leider einen eingebauten Akku. Es gab noch ein Handy, als ich das gekauft habe, es gab noch eins, das mit zwei AA-Batterien zu betreiben gewesen wäre, aber dann wäre es nicht möglich gewesen, das Handy per USB zu laden. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Das war eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Dieses Handy ist per USB zu laden. Wir haben hier an der Seite die Ladebuchse. Ist per USB zu laden. Und damit kann ich es auch wieder entweder am Hausstromnetz laden, mit meinem Dynamo, Handdynamo-Gerät, mit einer Powerbank, Powerbank, am PC direkt oder per Solarpanel ladbar. Oder aber ich lade es von anderen Akkus runter, von einem Sonnenakku, Solarakku etc. Deswegen fiel die Wahl dann doch auf dieses Gerät mit dem eingebauten Akku. Manchmal muss man ein bisschen Zugeständnisse machen, manchmal kriegt man nicht alles, was man haben möchte. Leider. Wenn du ein Handy hast, das sich nicht mit Standardanschlüssen abgeben will, dann sind natürlich spezielle Ladekabel erforderlich. Möglichst auch wieder über Standard-USB, aber dein Handy braucht halt dann wieder, das ist jetzt zum Beispiel ein iPhone-Ladeanschluss, dein Handy braucht dann halt eben seinen speziellen Anschluss, sonst geht's nicht. Der Nachteil bei der Geschichte ist, auf dieses Kabel musst du dann ganz besonders gut aufpassen. Das sollte sich auch immer bei dem betreffenden Gerät direkt befinden, wie jetzt zum Beispiel der Weltempfänger und das spezielle Kabel, und zwar wegen dem Micro-USB-Anschluss. Hier gehen die normalen Mini-USB-Anschlüsse, die gehen hier einfach nicht rein. Das heißt also, müsste ich dieses Handy über eine externe Energiequelle aufladen, Quatsch, müsste ich dieses Radio über eine externe Energiequelle aufladen, bräuchte ich unbedingt dieses Kabel.
Ganz speziell dieses Kabel wegen diesem Anschluss. Wenn ich das Kabel nicht habe, kann ich es nicht über ein externes Gerät aufladen, über einen externen Akku aufladen. Ich habe natürlich noch die Möglichkeit, die Handkurbel zu verwenden. Dieser eingebaute Dynamo tut auch sein Übriges. Oder ich kann das Radio in die Sonne stellen. Die eingebaute Solarzelle lädt es auch wieder auf. Braucht aber viel Sonne und dauert lange, bis der Akku hier drin aufgeladen ist. Ebenso habe ich in meinem Tagesbob, also in meinem Bereitschaftsgürtel, eine separate Kamera. Ebenso habe ich dort dieses Handy. Warum ich das habe, habe ich im Video Bereitschaftsgürtel schon erklärt. Es hat seinen ganz bestimmten Grund, warum ich kein Streichel-Handy in der Ausrüstung habe. Und diesen Apparat ganz einfach, weil ich die Geräte gerne getrennt habe. Also jetzt ein Smartphone in Kombination mit Radio, in Kombination mit Kamera und so weiter und sich auf diese Funktionen alle zu verlassen, ist okay. Diese Philosophie kann man fahren, wenn man möchte. Ich tue es nicht. Ich habe gern ein Dokumentationsgerät, was separat, unabhängig von anderen Geräten läuft. Auch hier wieder eine Kamera, die mit AA-Batterien läuft. Oder aber mit Akkus natürlich, klar. Hier habe ich aus meinem Bereitschaftsgürtel, aus dem Tagesbob, noch die Zubehörteile für Kamera und Handy. Da im Handy auch ein Radio mit eingebaut ist, ist halt einfach so. Ist der natürlich nutzbar mit Kopfhörern, deswegen sind die auch extra dabei. Ein Ladekabel, ein USB-Ladekabel für alle möglichen Varianten, Stromvarianten, die ich schon gezeigt habe. Und ein Steckerlader mit USB-Anschluss, natürlich gehört auch mit dazu. Und so ist auch die Energieversorgung unterwegs kein Problem. Mein Handdynamo, mit dem ich direkt ein Gerät laden kann, USB-Stecker rein, auf der anderen Seite das Gerät rein, kann dann direkt per Dynamo das Gerät laden. Oder aber, da ich jetzt gerade Akkus eingelegt habe, habe nochmal eine Notlampe mit dabei. Hier hinten ist ein Ladeanschluss, das heißt also, ich kann auch die eingelegten Akkus hier, kann ich auch auf eine andere Art laden, also als nur über diese Handkurbel. Ich kann jederzeit, kann ich hier auch wieder über das Heimnetzwerk die eingelegten Akkus laden, über die Powerbank, über das Solarpanel. Und vom PC. Hier in dem Gerät sind drei Akkus eingelegt, die man auf die verschiedenen Arten laden kann. Man kann sie hier entweder im Gerät belassen, als reine Notversorgung, kann von diesen Akkus, wenn sie voll sind, kann diese Akkus oder dieses Gerät auch als Powerbank verwenden für andere Geräte. Das heißt, bin ich zum Beispiel unterwegs und möchte garantiert immer die Stirnlampe einsetzen können, kann ich mit dem Gerät hier wetterunabhängig, von der Sonneneinstrahlung unabhängig, kann ich immer genug Strom erzeugen, um meine Stirnlampe damit zu füllen. Ich kann auch, wenn es auch länger dauert, wenn es auch ordentlich dauert, ich kann auch die Akkus von den Kameras aufladen, egal ob es die kleinen oder die größeren sind. Es dauert natürlich mit diesem Gerät ordentlich, aber wenn man sonst nichts zu tun hat unterwegs, passt das schon. Also eine reine Notversorgung mit so einem Handdynamo ist gar keine so schlechte Sache. Ich kann auch die Akkus hier drin mit dem Dynamo laden, muss natürlich eine ganze Weile drehen, bis die voll sind, kann sie dann rausnehmen und kann den nächsten Satz Akkus hier einlegen und wieder weiterladen. Diese Möglichkeit gibt es also auch. Wer möchte, kann natürlich auch etwas größere Batterien laden. Ob mit dem Sonnenkollektor oder übers Heimnetz, das spielt keine Rolle. Irgendwann sind die auch voll zu kriegen, aber wer will denn schon so ein Gerät mitschleppen? Und es geht bei der ganzen Geschichte hier darum,
dass es transportabel ist, dass man es mitnehmen kann. Der Prepper, der jetzt unterwegs sein muss, aus welchen Gründen auch immer, nicht immer Flucht aus dem eigenen Heim, aus dem SO, ist der Grund, warum ein Prepper draußen ist. Es gibt auch die Möglichkeit oder die Erfordernis, Material zu besorgen, Hilfspersonal zu organisieren etc. Auskundschaften, Nahrung besorgen. Wenn man da unterwegs sein muss, ist es unter Umständen teilweise auch wichtig, dass man Energie dabei hat bzw. Energie produzieren kann. So ein Spezialfall stellt auch diese Akkulampe dar. Hier haben wir jetzt eine Kurbel, mit der wir zum Beispiel aufladen können, die Lampe. Das ist eine lampeneigene Kurbel. Hier gibt es nicht die Möglichkeit, dass ich über die Kurbel andere Geräte auch noch lade per USB-Anschluss. Hier ist auch gar kein USB-Anschluss dran irgendwo an der Lampe. Sie kann auch, also in dem Fall, auch nicht aufgeladen werden per USB. Sie hat keine Batterien in der favorisierten Form. Deswegen ist diese Lampe für mich auch eher nur gedacht, wenn alle anderen Systeme ausfallen sollten. Denn unter Umständen gibt es im Extremfall solche Akkus nicht nach, wenn der versagen sollte. Das ist der Akku, der eingelegt ist. Und wenn der Akku draußen ist, dann geht auch die Lampe nicht mehr. Da kann ich kurbeln, wie ich will. Und wie gesagt, so ein Akku kann natürlich auch kaputt gehen. Der muss gepflegt werden. Die Lampe kauft man sich nicht, legt sie in die Prepper-Ausrüstung und lässt es dann liegen die nächsten Jahre. Deswegen ist auch bei mir immer das Datum aufgeschrieben, wann der letzte Ladezyklus war. Auch diese Lampe wird mindestens einmal im Jahr neu aufgeladen, also der Akku. Dann wird halt eine Weile gedreht. So etwa 20 Minuten, länger drehe ich nicht, aber so etwa 20 Minuten lade ich die Lampe auf, so viel Zeit muss sein. Wenn ich meine Ausrüstung überprüfe, dann nehme ich mir sowieso einen ganzen Vormittag oder einen ganzen Nachmittag Zeit, setze mich ganz still auf mein Örtchen, auf mein Plätzchen setze ich mich ganz still und mache in aller Ruhe die Ausrüstung. Da brauche ich Zeit für, das muss genau sein, das muss perfekt sein. Und wenn man eine Weile gekurbelt hat, ist auch wieder genug Saft drauf. Sie leuchtet lang genug. Da sie nur LEDs hat, braucht sie nur sehr, sehr wenig Strom. Also mit einem vollen Akku kann man fast die ganze Nacht durchleuchten, ohne dass sie zu Ende geht. Bei diesem winzig kleinen Akku. Also ich meine, mit fast die ganze Nacht meine ich jetzt nicht die ganze Nacht über, wo man auch sonst schlafen würde, sondern halt eben die Nacht früh, es wird früh Abend, bis man ins Bett geht, kann man die Lampe verwenden. Es spielt gar keine Rolle, ob man jetzt eine Stunde Licht braucht oder drei Stunden, das schafft die Lampe auf jeden Fall. Und wenn sie ausgeht, kurbelt man ein paar Mal, dann ist wieder genug Energie da. Nun konnte ich dir mal meine Ideen zur Energiebereitstellung, Energieproduktion unterwegs, gerade speziell transportabel zeigen. Vielleicht hast du andere Ideen, vielleicht hast du eine andere Strategie. Lass es mich wissen. Dafür gibt es die Kommentarfunktion. Wir sehen uns. Schön, dass du bisher hier im Video mit dabei geblieben bist. Wenn du gerne darauf reagieren möchtest, was mich sehr freuen würde, gibt es drei Möglichkeiten für dich. Einmal hier unten den Button abonnieren drücken, würde mich sehr freuen. Dann hast du hier unten die Möglichkeit, Like oder Dislike zu drücken. Ist beides in Ordnung. Oder ganz unten einen Beitrag reinzuschreiben in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr freuen. Mach's!